Hallo ihr Lieben, ich bin Tina von der Fit for Fun und ich habe euch heute mal ein kleines Treppenworkout mitgebracht. Alles, was ihr dafür braucht, sind Stufen, idealerweise mindestens 10 Stück. Und das ist ein Ganzkörperworkout, ideal für Anfänger geeignet. Wir haben hier Intervalle von 40 Sekunden und 20 Sekunden Pause. Wenn ihr sagt, es ist euch zu viel, könnt ihr aber auch 30 Sekunden oder auch nur 20 Sekunden Belastung wählen und vielleicht die Pause ein bisschen reduzieren. So, vielleicht seid ihr auch schon warm, das wäre gut. Also am Anfang lauft ihr vielleicht einfach mal locker die Treppen rauf und runter, um so ein bisschen so ein Gefühl zu entwickeln, wie hoch sind die Abstände der Stufen. Und dann würde ich sagen, starten wir. Viel Spaß! Das erste sind die Ausfallschritte. Da geht ihr tief ins Knie und hebt das hintere Bein schön an. Zack, ein kleiner Kick. Zack, zack. Oben angekommen, lauft ihr ganz flink runter und dann startet ihr unten einfach wieder von vorn. Zack. So. Nächste Runde. Kick. Kick, Kick, Kick. Und umdrehen, runter. Wir sind durch. Erste Runde ist geschafft. Jetzt haben wir eine kurze Pause. Die nächste Übung ist der Treppenlauf. Da lauft ihr seitlich hoch und wieder runter, wenn ihr schafft, wenn ihr euch sicher fühlt. Wenn euch das zu kompliziert ist, lauft ihr ganz normal die Treppe runter und startet dann unten wieder. Mein Timer ist auch bereit. Auf geht's. Ihr könnt das Ganze entweder so machen. Oder aber ihr lauft über Kreuz. Ihr könnt es auch immer abwechseln. So, jetzt ist die Uhr auch schon wieder vorbei. Wir haben uns eine kleine Pause verdient. Kurze Erholung. Die nächste Übung ist dann der Stütz. Da geht ihr einfach in den Vierfüßlerstand quasi. Und dann krabbeln wir gleich seitlich die Treppe rauf und runter. So, wir machen uns bereit. Und es geht los. So, ihr könnt erstmal auf eine Stufe. Das ist ein bisschen entspannter. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch quasi gleichzeitig ein Bein und einen Arm abheben und den Schritt gleich groß machen. Achtet hier auf Körperspannung. Bauch ist fest. Und die Zeit ist schon um. Sehr gut. Die nächste Übung, die euch gleich erwartet, sind die Trizeps-Dips. Da sucht ihr euch einfach auch eine Stufe, wie es passt. Ihr könnt ganz ans Ende der Treppe gehen oder hier am unteren Ende. So, dann gucke ich auf die Uhr. Es geht wieder los. Streckt die Beine am besten ganz gerade aus. Der Po ist schön nah an der Stufe. Und dann sind das nur ganz kleine Bewegungen, die nur aus den Armen kommen, idealerweise. Ihr setzt euch auch nicht ganz ab unten. Das sind immer nur so kleine Kicks. Auf jeden Fall werden die, der Trizeps wird brennen. Es muss auch gar nicht schnell sein. Wenn euch das zu schwer fällt, dann könnt ihr die Beine auch näher ranholen. Dann wird es einfacher. Und die Zeit ist um. Kurze Pause. So, die nächste Übung ist der Bergsteiger. Das ist was Schönes für den Bauch. Wenn euch das zu langweilig wird, könnt ihr auch die Treppe hochkrabbeln. Das zeige ich euch aber gleich. Noch einmal kurz durchatmen. Und dann würde ich sagen, starten wir wieder. Für den Bergsteiger stützt ihr euch einfach auf und dann zieht ihr immer abwechselnd ein Knie ran zur Brust. Passt dabei auf, dass ihr euch nicht das Knie stoßt an der Treppe. Wem das zu viel ist für den Rücken,
kann man die Übung auch langsam machen und das Knie so ein bisschen seitlich ranziehen. Kick, kick, kick. Oder aber ihr geht auf allen Vieren die Stufen hoch. Und jetzt kommt ein bisschen was für die Koordination. Dann geht ihr auch schön rückwärts wieder runter. Hier könnt ihr dann nochmal schön die kleinen Kicks machen. Und die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Jetzt haben wir nochmal eine Pause von 20 Sekunden, bevor wir dann zur allerletzten Übung kommen. Dann haben wir es auch schon geschafft. Dafür stellt ihr euch am besten unten auf die letzte Stufe. Und zwar nur mit den Zehenspitzen. Ich sage euch Bescheid, wenn es losgeht. Macht euch bereit. Und wir starten. Stellt euch schön auf die Zehenspitzen und dann sind es kleine Kicks. Dann geht ihr hier auf die Zehenspitzen und senkt die Ferse so tief, wie es euch möglich ist, ohne dass ihr von der Treppe fallt. Hier ist nochmal das Gleichgewicht gefordert. Darum werden hier nicht nur die Waden trainiert, sondern auch der Bauch, der Rücken. Alles ist angespannt. Und kleine Kicks in eurem Tempo. Noch 15 Sekunden. Kick, kick. Kick. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Und wir haben es geschafft für heute. Wenn ihr noch Lust habt, dann macht den Zirkel doch gerne noch ein, zweimal durch. Und ihr könnt bei jedem Mal vielleicht noch ein Schüppchen drauflegen und noch mehr Gas geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich hoffe, das Treppenworkout hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat, ob es zu anstrengend war, ob es zu leicht war. Lasst uns ein Like da, Daumen hoch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke.